In diesen heißen Tagen ist es durchaus erlaubt, beziehungsweise sogar erwünscht, dass man das Salatul-Dhuhr etwas verschiebt und nicht direkt zur Anfangszeit betet, sondern irgendwann gegen Ende oder davor, je nach der Wetterlage. In den Sahihain bei Bukhari und Muslim wird nämlich überliefert, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte: Abridu bil Dhuhr, fa inna shiddat al har min fayhi jahannam. Verzögert das Dhuhr bis zur Abkühlung, bis die Hitze abklingt, denn die Strömung, ja, diese Hitzeströmung, fa inna shiddat al har min fayhi jahannam, ist von den Strömungen des Jahannam. Und hierbei ist es gleichgültig, ob man alleine betet, in der Gemeinschaft betet, zu Hause oder in der Moschee. In allen Fällen ist es erwünscht, das Salatul Dhuhr etwas aufzuschieben.